Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal möchte ich euch zwei DLCs vorstellen von City Skylines. Ich habe zu City Skylines ja schon ein Angezockt gemacht. Wie viele Videos habe ich da gemacht? Keine Ahnung, jedenfalls, es macht megamäßig Spaß. Und jetzt möchte ich euch mal zwei DLCs vorstellen. Ihr seht hier Neuerungen. Das ist jetzt alles hier zu Green City, das habe ich nicht. Das Hyper, das habe ich, glaube ich. Aber dieses habe ich auf jeden Fall. Mit neuen Straßenhinweisen, also das ist neu dazugekommen. Ich weiß gar nicht, war das, glaube ich. Also mit den Straßenhinweisen weiß ich nicht, ob das jetzt für jeden ist oder nur, weil ich das DLC habe. Und wir haben da halt neue Objekte, die wir bauen können. Ah, verstanden. Wir machen einfach mal ein neues Spiel. Achso, hier seht ihr das übrigens unten rechts, was ich jetzt als DLC dazu habe. Oben stehen die DLCs, die es noch gibt, die man noch kaufen kann. Also Naturkatastrophen und so. Also da sind teilweise zwei, drei DLCs in eben. Ich habe nur zwei gekauft, ihr seht viere. Also Snowfall ist ein DLC, was ich hier geholt habe. Das macht Schnee und glänzender Regen. Und dann habe ich noch dieses Mars-Transport-Dings gekauft, was ihr da seht. Das beinhaltet Fähren, Monorails, Seilbahn und Zeppeline. Und wir machen da jetzt einfach mal, ihr seht auch im Hintergrund schon so eine Eislandschaft. Wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Hier können wir jetzt Szenario auswählen. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt durch mein DLC gekommen ist oder ob das jetzt so neu hinzugefügt wurde. Das sieht hier schon ein bisschen anders aus. Straßenname. Na, machen wir. Weil. Halt. So. Linksverkehr wollen wir nicht. Normalerweise ist jetzt hier unten auch nur mit dem Geld. Also wir müssen nochmal zurück. Wir wollen ja nicht die Diamantküste nehmen. So, wir haben jetzt hier nämlich, wo war es? Hier soll es irgendwo sein. Zwei Flüsse, hier. Da seht ihr zum Beispiel das Snowfall, also Schneefeld, eisige Inseln, verschneite Küsten, zugefrorene Flüsse. Und das ist jetzt hohe Hügel. Das ist zu diesem Mars Trail. Da können wir dann halt Seilbahnen und so machen. Sieben Seen. So, wir machen jetzt erstmal zugefrorene Flüsse. Und danach machen wir hohe Hügel. Zugefrorene Flüsse. Weiter. Alle Meilensteine. Oh, das ist auch neu. Unbegrenzt Geld. Öl und Erz. Unbegrenzt Erde. Also unbegrenzt Erde und unbegrenzt Öl und Erz, das ist neu. Das war vorher nicht. Es war nur unbegrenzt Geld und alle Meilensteine. Und da seht ihr jetzt diese Trophäe durchgestrichen. Das heißt, ihr könnt dann keine Trophäen machen. Also da kann man keine Trophäen holen. Das ist auch neu. Das war vorher auch nicht. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt durchs DLC ist oder durch ein Update. Ich denke aber eher durch das Update. Kann ich mir bestätigen. Bei diesen eisigen Snowfall, also Schnee und glänzender Regen. Das soll halt neue Herausforderungen bieten. Ihr seht, das ist alle zugeschneit. Das soll jetzt neue Herausforderungen bieten und ja, keine Ahnung. Soll halt wohl nicht nur optisch sein, soll auch Herausforderungen bieten, neue. Was ich mir schon vorstellen kann, weil im Schnee ist das schon ein bisschen doof. So. Ihr seht jetzt hier auch Punkte. Ich kann jetzt hier zack. Oder hier. So. Und hier, wenn ich jetzt hier rübergehe, seht ihr auch diese Punkte. So, wir machen jetzt einfach mal hier.
gerade bleiben. Zack. So, jetzt haben wir hier eine Straße. Weil garantiert brauchen wir wieder für einige Objekte Straßen. So. Und jetzt wollen wir erstmal... Bus hatten wir schon. Straßenbahn hatten wir. U-Bahn hatten wir. Zug. Großer Bahnhof. Zug war auch schon da. Aber hier hatten wir nur die drei. Hier. Und jetzt haben wir halt hier auch noch Ferndepot, Fernhaltestelle, Fährkai und Fähre mit Busknoten. Und dann können wir hier halt auch die Strecke packen, wo die Fähren fahren sollen. Also wenn ihr jetzt mehr Wasser habt, könnt ihr jetzt zum Beispiel von hier nach hier mit einer Fähre fahren. So, das werden wir mal machen. So, Ferndepot, Fährenhaltestelle. Machen wir hier hin. Und hier hin. Und dann können wir das... verbinden. Und dann können wir auch hier zack, und schon haben wir den Kreis geschlossen. Dass die dann halt hier im Kreis fährt. Nicht wundern, ich habe hier noch Strom und Wasser. Das ist jetzt klar, weil es ist noch nichts gepackt. Also ich habe noch nichts gemacht. So, dann wollen wir noch ein Ferndepot machen. Können wir nämlich gleich dann im Anschluss hier hinsetzen. Und dann haben wir noch Haltestelle, haben wir doch schon gemacht. Kai. So, müssen wir gucken, wo wir das jetzt hier packen können. Zack. Und hier habt ihr jetzt auch wieder sollte man vielleicht nicht so dicht nebeneinander packen und hier die überschneiden sich halt die einzelnen Wege. Geht ja auch nicht darum, dass ich das jetzt perfekt mache, ich will euch das einfach nur mal zeigen. So, das haben wir jetzt neu. Flughafen ist bekannt. So, dann haben wir noch Monorail. Ja, so. Und da haben wir Monorail Bahnhof. Den packen wir mal jetzt am besten an die Straße hier irgendwo ran. So. Dann könnt ihr so Monorail Bahnhof sehen. Das ist dieser. So, dann haben wir noch Monorail Bahnhof mit Straße, mit einer Straße. So, die können wir auch drehen. Das können wir jetzt mal rauszoomen. Das packen wir jetzt am besten. Wo packen wir das jetzt am besten hin? Wir packen es mal hier oben hin. So. Dann haben wir noch Monorail mit Busknoten. Packen wir am besten mal. Packen wir das am besten hin. Wir packen es mal hier oben hin. So. Ja, packen wir das. So. Packen wir mal dahin. Und dann haben wir hier noch
U-Bahn mit. Es geht wieder nur an der Straße. Das können wir hier nicht einfach frei platzieren. Das packen wir mal hier oben hin. Da fällt das dann nicht so auf. Können wir auch nicht drehen, oder? Können wir da drehen? Nee, wir können es nicht drehen. So. Dann haben wir hier die Gleise. Monorail-Gleis. Einbahn. Monorail-Gleis auf zwei Spuren. Monorail-Gleis auf zwei. Was? Monorail-Gleis auf vierspuriger Straße. Und wir nehmen jetzt einfach mal. Monorail auf zweispuriger Straße. So, dann gehen wir einfach mal hier vorne hin. So. Gehen hier hin. So. Und dann können wir hier schon mal reinzoomen. Dann können wir uns das angucken. Ihr seht praktisch, die Straße kommt hier hin, teilt sich hier, weil wir haben ja hier links und rechts diese Busstation. Ja, also das ist dafür da, dass da Busse halten können. Macht sich halt sehr gut, wenn ihr einen Stadtplan erstellt. Hier seht ihr die Straße, im Gegensatz zu der. Ja, die ist auch zweispurig. Ja, aber hier hat er gerade die Kurve nicht gemacht. Ich glaube, die war zu eng. So, jetzt hat das. Darf halt nicht zu eng sein. Und dann habt ihr praktisch Straße und Monorail in einem. Ihr seht ja, ich habe jetzt hier, ja, meine Straße fängt hier an. Wir können aber jetzt Straße einfach. Machen wir mal hier. Können wir die nicht einfach verbinden? Nee. Schade, ich habe gedacht, man kann die verbinden. Das geht nicht. Doch, das geht. Hier geht's. So, hier hat es geklappt. Aber ich denke mal, die sind zu dicht nebeneinander und da durch die Pfeiler und so, da gibt es ein bisschen Probleme. Man kann die aber miteinander verbinden. So. Jetzt haben wir ja hier noch. Da, seht ihr das? Und den wollen wir ja auch verbinden. Und dann nehmen wir am besten gleich Monorail mit Straße. Mal so ein bisschen raus. Ja, erstmal reinzoomen. Hat er das auch gemacht? Ja, hat er gemacht. Und wenn wir jetzt so machen und dann ranzoomen. So, ihr seht, die Straße geht jetzt hier und geht an der Monorail weiter. Und dann können wir nämlich von hier großzügig. Ja. Ja. Da, jetzt kreuzt sich das hier, aber das geht halt da nicht ran. Hier kontrollieren, ob hier auch wirklich alle zusammen ist. Ja. Ihr seht, wir haben so ein paar Kurven drin.
Aber alle das zusammen. So. Dann haben wir ja noch hier das Stück. Ihr seht, auch hier ist Strafe mit bei. Und wir haben hier natürlich zwei Monorails. Seht ihr das? Da und da. Zwei Gleise. Und das sind die Gleise, hier können wir auch anbauen. Seht ihr das? Das sind die Gleise für die U-Bahn-Station. Da seht ihr auch die Gleise. So, und wir können jetzt hier schön sein. So. Ja, das ist jetzt hier nicht gut gelungen. Dinosaurus. They only rest das ist auch neu, oder? Dinosaurs. Our animatronics are so real, you'll think a T-Rex is serving you T-Bone. Das ist so ein Radiosender. A pterodactyl is serving you teriyaki. That a brontosaurus is serving you chili dogs. Every dish is an archaeological find, like our stegogeti, our raptor burger Rex, or the pile of crumbled sticky brownies adventurously named the Dino Droppings. So, take a trip into the wild at Dinosaurus. You can dine in or dine out. Nee, hier ist keine Straße. Hab ich mich verguckt. I'm Panamaskin, and you're listening to Mars Official Radio, your reliable source for the music you love. Aber die normalen Gleise nehmen. So. Dann müssen wir nur gucken, wo habe ich die da? Und zack. Da sind sie angebunden. Und die gehen jetzt hier lang. Können wir halt noch ein zweites Gleis packen. Also könnt ihr verschiedene Richtungen abarbeiten. Ich mache die jetzt einfach mal nur zwei im engeren Kreis. Ist aber dafür gedacht, dass praktisch einmal nach links, einmal nach rechts oder halt, dass ihr verschiedene Linien machen könnt. Und dann müsst ihr aber aufpassen. Ich mach mal jetzt hier ran. Hier können wir auch ran machen. Bringt aber nicht viel, weil ihr seht, dann hängt jetzt so eine Luft. Weil ist ja klar, ist kein Monorail-Gleis. So. Dann gehen wir hier wieder ran und machen das einfach mal so ran. Und so haben wir jetzt zwei verschiedene. Seht ihr das? Zwei Linien. So, wir können. Ihr könnt halt auch nur eine Seite halt, das hier kommt's raus, geht nur die Bahn in eine Richtung, immer nur nach da weg. Jetzt haben wir natürlich zwei Richtungen, also können beide Richtungen fahren. Da könnt ihr euch dann austoben. So, dann haben wir hier noch Seilbahn. Da machen wir gleich nochmal eine separate Stadt dazu. Das geht hier leider nicht mit den Bergen. Aber wir hatten, also hier war dort. Hier. Zeppelin-Depot haben wir nämlich auch neu. Muss mir erstmal wieder eine freie Fläche suchen. Genau, einfach mal hier die Fläche. So. Zack. Nehmen wir mal ein Zeppelin-Depot. Dass ihr das mal sehen könnt, wie das aussieht. Und dann haben wir hier Haltestellen. Die nehmen viel Platz weg. Aber ihr seht, da drinnen ist wirklich nur so ein kleines Fitzelchen. Wir nehmen jetzt einfach mal und setzen das mal.
Achso, das geht so nicht. Moment. Da müssen wir eine Straße bauen. Ich nehme jetzt einfach mal eine ganz normale Straße. Und ihr seht, das mit diesen Punkten, das erleichtert so viel. Man sieht jetzt direkt, wo man anfangen kann und was man verbinden kann. Und kann halt, auch wenn man mehrere Straßen macht und so, kann die sehr gut miteinander verbinden. Oder auch wenn es weiter ist. Zack. So. Seht ihr das? Ich habe jetzt auch mit der Hauptstraße hier, die hier durchführt, wo man sonst eigentlich immer nur hier ran macht, die meisten. Also ich habe vorher nie hier ran gebaut, aber das macht Sinn. So. So, jetzt wollten wir... Achso, ja, einen Zeppelin-Halteplatz wollen wir machen. So, und zwar... Zeppelin-Halteplatz. So. Zack. Hier ist er. Wir können natürlich auch noch weitere packen. Wir machen mal noch ein paar weitere. Hier machen wir auch noch einen hin. So. Reicht eigentlich zwei Stück, oder? Ja, reicht. So, und jetzt müssen wir natürlich die Route noch planen. So, wir starten hier. Also hier können wir nichts machen, seht ihr das? Hier ist kein zweiter Punkt. Das sieht zwar so aus, als wenn da ein Punkt ist, ist aber nicht. Wir müssen hier rein. Zack. Und dann planen wir den Weg erstmal hierher. Oder wir machen mal hier, warte. Zack. So. Dann planen wir von hier. Den Weg ein bisschen hier hin, dann dahin. Und dann... Überkreuz ist doof. Nee, überkreuz geht gar nicht, schade. Dann müssen wir das so machen. Und von hier... Zack. Dahin. Und schon ist der Kreis geschlossen. Also hier hin fliegt und von hier hin fliegt es hier hin und von hier hin. So. So. Das war's eigentlich schon, was wir jetzt hier größtenteils, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Fähren, Monotrails, Zeppeline. Seilbahn kommt jetzt als nächstes. Ich mach mal kurz die Zeit was schneller, damit wir uns jetzt mal auch im Hellen, also so, machen wir das einfach mal so. So, hier haben wir dieses Gebäude. Also mit den Bussen ist halt sehr praktisch, weil eine Buslinie hat eigentlich jeder in seiner Stadt, denke ich mal. Also in seiner selbstgebauten Stadt. Und hier hat man dann halt die Möglichkeit, einmal die Monotrails mit Bus zu verbinden, was viel erleichtert. Dann hat man hier die Möglichkeit, Fähren zu machen. Also wenn man weite Strecken überwinden muss oder zwischen Inseln oder so. Und hat da gleich eine Busstation, dass halt aus der ganzen Stadt, dass man die Busse aus der ganzen Stadt auch hierher nutzen kann. Ist genug Platz da, dass mehrere Busse parken können und so was alles. Das ist schon sehr vom Vorteil. So. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe es erst neu. Ich habe noch nicht alles getestet. Und hier ist jetzt
Diese Zeppelin-Station, seht ihr hier? So, und dann würde ich sagen, wir verlassen kurz das Spiel und machen ein neues Spiel, neue Karte. Ah ja, Siebensee, das ist jetzt, denke ich mal, eher für die Fähren gedacht, das Gebiet, dass man halt die verschiedenen Gebiete mit Fähren verbinden kann. Wir nehmen mal hohe Hügel für Seilbahn, weil das andere haben wir ja schon alle gezeigt. Ich lasse jetzt den Namen der Stadt auch drin, einfach mal. Da ändere ich jetzt nichts. So, ja. Mit dem Eis, das ist schon eine schöne Abwechslung. Aber auf Dauer finde ich das jetzt mit den Augen und so, weiß ich nicht. So, hier haben wir dann zum Beispiel hier. So. Ihr seht, hier haben wir einen hohen Hügel da drin und hier haben wir auch einen hohen Hügel. So. Und da hinten. Da ist ein Ofert auf dem Hügel, hier sind Hügel. Das erweitert sich ja alles. So, und jetzt gehen wir einfach mal auf. Also ich muss auch dazu sagen, eine Seilbahn habe ich noch gar nicht gebaut. Das ist das erste Mal, dass ich eine Seilbahn baue. Ich mache eigentlich immer so, weil mit den kleinen Straßen arbeite ich echt gerne und ja. Brauchen wir jetzt zwar nicht, aber wir ziehen jetzt einfach mal komplett durch hier. Ja, zack. So, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Jetzt sieht das schon mal ganz gut aus. Eine Straße. Haltestelle muss an einer Straße platziert sein. So, das können wir ja hier einfach mal. Zack. So, jetzt haben wir hier ein paar Haltestellen und so gemacht. Endbahnhof und Haltestellen. Da. Und jetzt, hier oben habe ich glaube ich den Endbahnhof gemacht. So, und jetzt können wir das hier einfach
Wieso will der das nicht jetzt? Das ist auch das erste Mal, dass ich hier so was mache. Okay, das machen wir einfach mal von hier oben. Jetzt haben wir die miteinander verbunden. Und jetzt können wir natürlich hier oben die miteinander verbinden. Brauchen wir ja nur geradeaus gehen. So, nee, wir müssen. Eng gebaut, würde ich sagen. Lassen wir das einfach mal hier hin. Da haben wir natürlich mehr Möglichkeiten. Hier aus. Dahin. Seht, hier fahren schon Seilbahnen. So. Dann haben wir jetzt hier einfach mal eine große Seilbahn geschaffen. Ihr könntet natürlich dann hier noch erweitern, indem ihr hier ransetzt und noch ein paar Bahnhöfe hinsetzt. Wir haben jetzt natürlich keinen, wo wir das noch hinsetzen können. Wir können jetzt halt hier nicht damit ran, weil das ist ja nur die Endhaltestelle. Wir haben nur eine Endhaltestelle. So. Also das geht dann halt nicht. Aber das geht hier alles. Ihr seht, die fahren hier schön.
Ich habe noch keine Häuser, kein Nix und hier seht ihr das. Müssen wir uns mal beeilen hier. Der steht hier. Achso, ich habe Pause gemacht. Ja, da seht ihr das. Steht jetzt da und gleich fährt sie weiter. Da. Und jetzt kriegt er dann halt dazu. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mit diesen Punkten auf der Straße, ob das jetzt von diesem Beförderungspaket, also von diesem Mars Trail Dingsbums, was ich da gekauft habe, das mit bei ist oder ob das per DLC dazu kam, weil das kam auf immer alles mit Mal. Also ich hatte Update und habe mir das runtergeladen und dann, ja, von daher weiß ich jetzt nicht, habe ich nur ehrlich gesagt nicht durchgelesen. So, das soll es eigentlich jetzt soweit dazu auch gewesen sein. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir vielleicht diese Green City und so hole. Und diese, was war da, Green City und was hat mir noch gefallen? Das Unwetterding oder Katastrophen-DLC, da kannst du irgendwelche Katastrophen kommen denn da oder so, keine Ahnung. Muss ich mir mal im PSN durchlesen, was man dazu kriegt. Und Europastraßen hatten sie auch. Das hat mich auch gereizt. Na, egal. So, das soll es jetzt zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.